Dieses Mal möchte ich ganz aus der Reihe mal meine Heimat, das Ruhrgebiet, vorstellen. Jeden letzten Samstag im Juni findet die Extraschicht statt. Das ist unser jährliches großes Kulturfestival mit 50 Spielorten in 20 Städten. In diesem Jahr war ich allerdings ausschließlich auf der Zeche Zollverein unterwegs. Das Gelände ist wirklich riesig und vermutlich der größte Spielort der ganzen Extraschicht. Und man braucht auf jeden Fall gute Schuhwerk. Die Tickets kosten zwischen 12 Euro für ein Frühbucherticket im Vorverkauf oder dem Spielort-Ticket für die Zeche Zollverein und 20 Euro für ein normales Ticket an den Abendkassen. Das Angebot war über das komplette Zechengelände verteilt und wirklich abwechslungsreich. An jeder Ecke gab es unterschiedlichste Straßenkünstler. Die Musikrichtungen waren mindestens genauso vielfältig. Angefangen von bergmännischen Chören und Spielmannszügen, die anlässlich des Kohleausstiegs in diesem Jahr auf der Zeche den 13. Deutschen Bergmannstag feierten, über Pop und Rock bis hin zu Swing war alles im Angebot. Daneben wurden auch etliche Führungen angeboten und das leibliche Wohl kam mit den unterschiedlichen Gastroangeboten auch nicht zu kurz. Ein weiterer Hauptakteur ist natürlich das Gelände selbst mit der Zeche und der Kokerei. In der Nacht gab es noch die Feuer-, Licht- und Klangshow, Schichtwechsel mit der eigens für die Extraschicht komponierten Musik und dann war für mich nach 6 Stunden die Extraschicht auch schon vorbei.
Die nächste Extraschicht findet wieder am letzten Samstag im Juni statt, nämlich am 29. Juni 2019. Geplant ist, dass ich in Kürze auch noch ein Video zu verschiedenen Spielorten aus 2017 einstellen werde.